So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe eigentlich diese Begrüßung schon aufgenommen, aber irgendwie wurden die ersten 20 Sekunden rausgeschnitten. Deswegen geht es jetzt los mit dem Video. Nicht wundern, warum es jetzt direkt so losgeht. Wir werden auf jeden Fall am Anfang ein Weekend League Game machen und danach werden wir schauen, ob die zwei neuen SBCs, die gekommen sind, ja, ob die sich lohnen. Dann geht es jetzt los mit dem Video. Let's go. Das ist mein Weekend League Team. Ich will das jetzt auch das Ganze nicht zu lang ziehen. Wir machen so schnell, wie es geht. Wirklich eine sehr, sehr gute Karte, aber er hat keine Ausdauer. Und jetzt denkt ihr, was macht er da? Im Titel steht irgendwas mit SBCs. Ich glaube, lohnt sich die Fred SBC oder die beste SBC, weil da kam wirklich eine krasse SBC raus. Jungs, vertraut mir, das meine ich ernst. Aber davor machen wir noch ein Weekend League Game, weil es ist wirklich, wirklich, no joke, sehr, sehr viele wünschen auf Instagram. Ich bekomme immer wieder Nachrichten, zeigt doch mal Weekend League Games und ist nicht umsonst schreiben. Ihr sollt schon sehen, dass ich auch auf so Sachen eingehe, wenn sie vermehrt natürlich reinkommen. Deswegen werden wir jetzt hier ein Weekend League Game machen, komm. Ich werde natürlich euch die besten 10 nur zusammenschneiden. Ich hoffe, die Quali passt. Ich nehme jetzt nicht über OBS auf. Oha. Okay, das Team ist krass. Ich muss mich anstrengen. Alter, er hat Son in Rot. Hullet Prime. Henri Seedorf. Gerard Optimus Prime. Okay, ne Jungs, wir müssen uns anstrengen. Scheint ein Elite-Spieler zu sein, weil er noch Lala und Alex Telles in Rot hat. Und Son. Ich glaube nicht, dass man einfach so alle in Gold pickt. Wir strengen uns jetzt an. Es wird ein heftiges Game. Ich werde es euch reinschneiden, ob wir verlieren oder nicht. Let's go. Ich nehme, wie gesagt, nicht über OBS auf. Deswegen verzeiht mir, wenn vielleicht die Audioqualität nicht die beste ist oder sonst was. Ich will es ausprobieren. Und ja, ansonsten wird es das letzte Mal gewesen sein über dieses Programm, worüber ich gerade aufnehme. Oder halt das erste Mal von sehr vielen Malen. Okay, ich muss aufhören zu reden. Wir strengen uns an. Let's go. Auf Ansage machen wir jetzt mit diesem Angriff-Tor. Komm. Komm. Pushen. Pushen, Jungs. Luzano, Bruder, du kannst die Kopfbälle. Ah, schade. Let's go. Nein, ich dachte, der geht rein. Fuck. Wirklich, scheint kein schlechter Spieler zu sein, aber er verlässt sich zu sehr auf diese La Croquetas und glaub mir, auf Dauer bringen diese Tricks nichts, wenn man nicht spielen kann. Den machen wir rein. Nein, auch nicht. Schade, ich dachte, wenn ich ihn jetzt direkt kurz mache, dann wird das was. Und hiermit habe ich eine Ansage an alle Jungs, die keine Eckball können. Es kann sein, dass ihr keine Eckbälle könnt, also nicht gute Eckbälle, aber keiner kann so schlechte Eckbälle wie ich schießen. Das ist wirklich schon unglaublich. Ich habe so lange kein Eckballtor gemacht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ja, so enden meine Ecken meistens. No joke. So enden sie. Ich habe keine Ahnung, was mache ich falsch. Ich habe mal so gute Ecken geschossen. Da habe ich auch, es war Anfang FIFA, da war so ein Mirsa-Tutorial. Okay, let's go, komm. Oha, let's go, Jungs. Time finish. Maxime Giroud, Bruder. Wenn du am Start bist, du meinst ja, ich benutze nie Time Finish, da hast du es. Kein Anstoßbug, bitte kein Anstoßbug. Bitte kein Anstoßbug, er hat nichts gemacht, nichts. Soll noch mal einer sagen, Anstoßbug existiert nicht. Auf einmal alles frei, keiner läuft. Er hat keinen einzigen Schuss gehabt, Mbappé, was machst du, Alter? Der Zahn wird auf einmal langsam, aber da ist es Platz. Ja, Alisson, Bruder, bester Torwart auf einmal. Wenn man aber nur gegen ihn spielt, ne? Komm, Luzano. Da haben wir Luzano. Was? Ich habe ihn doch platziert. Was macht der? Ganz dreckig. Außer seinen Anstoßbug und seinen 1-2 Schüsse hat er gar nichts gemacht. Komm, 99 Pace. Ich musste wegpassen. Er würde eingeholt werden. Weil auf einmal, wenn man ja durch ist, hat man auf einmal so einen Lastwagen an seinem, ja, an seinen Rücken. Man kennt ihn, Alter, man kennt ihn. Schalt einfach meine Fresse und spiel, komm. Das war so gut gespielt. Das war so gut gespielt. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, war das gut gespielt. Ronaldinho El Gaucho. Let's go. 2-0. Nein, 2-1. Beide Tore hat Ronaldinho gemacht. Einfach irgendwie reintackeln und hoffen. Okay, Lala, wenn du noch einmal sowas machst, ich schwöre dir, ich wechsle dich aus. Ich... Lala, Bruder, bester Mann. Ach komm, naja, lächerlich dieses Spiel. Am Ende verliere ich das Spiel, ich sehe schon, komm. Komm, Eusebio. Komm, Eusebio. Ah, schade. Komm, jetzt lass mal eine Ecke reingehen, komm. Nein! Was war das für eine Lache? Legendäre Aufnahme, ich feiere das, Jungs. Das Bilanz, unglaublich das Spiel, unglaublich. Jungs, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, versteht ihr mich ungefähr, was ich sagen will?
zum Beispiel jetzt hier, wenn hier kein Patent drin ist, dann kann ich es mir nicht erklären, was dieses Spiel ist. Wenn es echt ist, sagen wir mal, es stimmt, es gibt diesen Patent nicht. Alles ist erfunden von mir aus, es gibt es nicht. Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Ja, let's go. 3-3. Das dürfen wir nicht verlieren, Jungs. Wirklich, das dürfen wir nicht verlieren. Ich weiß nicht, was ich da mache. Ich mache irgendwas safe kaputt, wenn ich gegen so einen verliere. Aber wir haben hier noch gute Auswechselspieler. Das gibt mir Hoffnung. Wir haben noch einen Sancho. Und am Ende macht er wieder... Nein, er hält ihn! Das gibt es nicht! Ich spiele so einen guten FIFA gerade. Ja, hier komm, Laporte. Ich weiß, Jungs, ist vielleicht dumm, aber der einzige Linksfuß immer ein Verein. Let's go! Vorführeffekt, ich kann die besten Ecken. Ich habe nichts gesagt. Ich kann die besten Ecken. Ich habe doch gar nichts gesagt, Jungs. Das ist gerade mal mein 5. Weekend League-Spiel und ich spiele ja um mein Leben. Aber Elite müsste eigentlich safe drin sein. Ich will halt nur mal endlich Elite 1 wieder erreichen. Das ist mein Ziel. Nein. Nein, oh mein Gott, da hatten wir auch mal wieder Glück. Aber das ist... Ich will ihn nicht haten, das hat er gut gemacht. Aber diese La Croquetas, Jungs. Ich verstehe dieses Game nicht mehr. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da haben wir Luck. Ich habe nichts gesagt, Alter. Luck ist komplett auf meiner Seite. Jungs, ich nehme alles zurück. Er hätte jetzt schon längst wieder ein Tor verdient. Jetzt hätte er ein Tor verdient, da sage ich auch nichts. Aber wenn er jetzt so einen dummen Anstoßbacktor macht, dann ist natürlich klar. Aber so verdient, Alter. Stark gespielt. GG. Sancho, du, Bruder, ich hab dich doch nicht umsonst geholt. Ich hab dich nicht umsonst geholt. Du bist der Beste. Sancho ist so krass, Jungs. Komm rein, 2 Tore. Gut durchgeschwitzt, sage ich mal. Dann sehen wir uns, ja, wenn nichts mehr passiert, gleich wieder, wenn das Spiel dann zu Ende ist. Das Spiel ist gewonnen. Wir schauen uns mal die Statistik an, ob es verdient war, sage ich mal. Ja, hier, Spieler des Tages Militao. Kann man machen, ganz stabil. Und schaut es euch an, was soll ich sagen? Das muss ich auch screenshotten. 26 Schüsse. 26 Schüsse. Und Jungs, wir waren am Verlieren. Und ja, ihr seht es selber. 26 zu 8 Schüsse. 16 zu 4 Schüsse aufs Tor. Alle Schüsse gingen gefühlt bei ihnen rein. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Wir wollen es jetzt nicht länger hier aufhalten. Wir haben das Spiel gewonnen. Ist ganz okay. Aber stellt euch mal vor, ich hätte das Spiel verloren. Ich hätte safe was kaputt gemacht. Ich kenne mich gut genug. Wochenaufgabe ist auch gemeistert. Footy-Trikot. Komm, ziehen wir an. Hoffenheim Trikot lassen wir auf Ehrenbruder-Basis, aber Dortmund Trikot kommt weg. Jetzt haben wir auch noch Schluck auf, passt ganz gut. Und Jungs, ihr habt schon den Titel gelesen, jetzt kommen wir auch wirklich zum Thema. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange gezogen habe, aber ich habe mein Bestes gegeben, es schnell zu machen. Ich weiß nicht, wie viel ich auch reinschneiden werde. Das Spiel hat ja 8 Tore insgesamt gehabt, also wird schon bestimmt viel reingeschnitten werden. Jetzt kommen wir zu dieser krassen SBC, die kam, die Riyad Mahrez SBC. Und ihr, glaube ich, versteht schon, dass es Spaß ist. Jungs, nichts gegen EA, aber wenn ich im FIFA 19 reingehe und lese Best of SBCs, dann stelle ich mir krasse SBCs vor, wo ich vielleicht mal ein 50k-Pick bekomme, ein 100k-Pick, ein 35k-Pick, ein 45k-Pick, ein 30k-Set. Aber hier bekomme ich ein 7k-Set und hier bekomme ich ein 15k-Set. Klar, jetzt kommen eh wieder in die Kommentare, welche ich habe das und das gezogen. Ich habe auch was gezogen in diesem Pack, zeige ich euch gleich auch. Und am Ende bekommt man ein gemischtes Spielerset, wo ein Seltener darin ist. Ein Seltener. Das ist schlechter als ein 7K-Set. Ich habe trotzdem was gezogen, da es ja so viele Special-Karten gibt. Ich zeige es euch. Den haben wir gezogen. Hier, Inia, haben wir, glaube ich, wird knapp 20.000 verkauft. Ich will mich auch nicht beschweren. Ich habe die ganze SBC aus dem Verein gemacht. Habe ein bisschen Coins dadurch gemacht, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Warum macht man sowas? Das ist ein 7K-Set. Das ist doch niemals eine Best-of-SBC. Versteht ihr, was ich meine? Ich dachte, jetzt kommen die besten SBCs von FIFA 19 und nicht irgend so eine Schrott-SBC, wo ich ein 7K-Set bekomme für 6.000, 7.000. Kann ich auch einen Shop ein 7K-Set ziehen, das macht keinen Unterschied. So viel auf jeden Fall dazu, Jungs. Schreibt mir bitte auch eure Gedanken dazu in die Kommentare. Findet ihr die SBC trotzdem stabil? Ich finde die Packs langweilig, wer das daraus gezogen hat, muss halt schon Packluck haben wie ich. Ich hatte auch in dem Fall mal Luck. Und dann kommen wir noch zu die Fred SBC. Die Karte sieht wirklich mächtig aus. Ich könnte ihn sehr gut linken mit Alex Telisch und Eder Militao. Das ging auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber was ich mir noch wünsche, ich weiß nicht, ob noch ein Mittelfeldspieler kommt, aber ich wünsche mir einen Pogba. So Bock auf so einen 95er, 96er Pogba-Karte. Und ich finde, so eine Karte fehlt in diesem FIFA noch. So eine heftige Pogba-Karte. Aber ob er sich lohnt oder nicht, ich schau mal kurz, wie viel er kostet. Habe ich auch noch nicht nachgeschaut. Ein Fred kostet 240.000 und man bekommt Packs im Wert von 45.000, 55.000. Wir haben einen Packwert von 100.000, was ganz stabil ist auf jeden Fall. 100.000 Packwert, aber ihr bezahlt 240.000. Den einen oder anderen Untrade müsste man haben. Vielleicht macht man sich noch eine Wochenaufgabe Danilo Pereira oder ein Komar und gibt ihn hier in die SBC ab. Dann spart man sich auf jeden Fall viele Coins. Und ich finde, die SBC kann man sich machen. Hat 4-4, sehr stark. Das Schlechte halt ist, er ist 1,69 groß. Da bin ich sogar größer, ich bin 1,73, 1,74. Auf die Werte müssen wir nicht groß eingehen. Hat heftige Stats, 99 Ausdauer, was sehr, sehr wichtig ist. Hat auch 94 Sprungkraft.
Kraft. Stärke ist halt ein bisschen belastend, wenn man ihn, ich würde ihn halt eher defensiv spielen und nicht offensiv. Dafür, ja, hat er nicht so viel Stärke, 69 ist sehr wenig. Hat auch beides hoch, vielleicht spielt man ihn dann doch im ZOM. Müsst ihr mal austesten, wer ihn gemacht hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde ihn dann, glaube ich, Hunter geben oder Finisher, sodass er ein bisschen mehr Antritt bekommt und ein bisschen mehr Abschluss. Und ein bisschen allgemein mehr Schusswerte, ist alles so gerade mal bei 80. Ich weiß nicht, ich glaube, die Karte kann man sich mitnehmen, also man macht da auf jeden Fall nichts falsch. Aber meine Meinung ist, dass man für 240.000 viel, viel bessere Alternativen bekommt, die man auch spielen kann, die vielleicht nochmal ein bisschen bessere Schuss- oder Defensivwerte haben. Wenn ihr ein Beispiel holen wollt und sagen wollt, ich werde ihn defensiv spielen, vertraut mir einfach, dann holt euch lieber ein Gold-Karte Kanté oder ein Kanté-Inform, müsstet ihr auch für vielleicht 200.000 oder so bekommen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich kann es mir vorstellen, dass es bestimmt ein Kanté oder Pogba-Inform für so 200.000 gibt und sie werden sich dann safe besser spielen lassen. Vor allem ein Kanté, er lässt sich so geil in diesem FIFA spielen. Wenn ihr ihn gemacht habt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde ihm von 1 bis 6 eine Note 3 plus geben. 3 bis 3 plus, so ungefähr. Wie gesagt, dann war es das mit dem Video, Jungs. Sagt mir, ob ihr Upgrade gemacht habt. Schreibt mir rein, was ihr von dieser Riyad Mahrez SBC hält. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Als letztes schreibt mir noch rein, wie fandet ihr das Gameplay? Wollt ihr mehr davon? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann wird sowas öfter kommen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Haut da rein. Bis morgen und ciao.